Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Der Kyler Next Generation, kurz NG, ist ein großer Fortschritt bei gepanzerten Räumfahrzeugen, die auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen präzise, schnell und sicher operieren können. Die Neuentwicklung aus dem Hause Rheinmetall bietet eine Komplettlösung für defensive Aufbruchsoperationen, die zu den gefährlichsten und zugleich wichtigsten militärischen Aufgaben gehören. Seine fortschrittlichen Eigenschaften und die fortschrittliche Technologie sorgen dafür, dass die Truppen Minenfelder und Hindernisse sicher und effektiv überwinden und Wege für Truppen und gepanzerte Fahrzeuge freimachen können. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die Hauptmerkmale des Kyler NG, seine reale Anwendung, die Bedeutung dieser Technologie in der modernen Kriegsführung und vergleichen ihn mit seinen Mitbewerbern. Jede militärische Bewegung durch feindliches Gelände mit potenziellen Minen und Hindernissen ist eine Operation, bei der viel auf dem Spiel steht. Herkömmlicherweise gehörten Durchbrüche durch solche Gebiete zu den gefährlichsten Aufgaben, die ein Soldat je übernehmen konnte, und erforderten Geschick, Mut und oft große Opfer. Mit der Entwicklung gepanzerter Durchbruchsfahrzeuge verfügen die Armeen nun über zuverlässige Mittel zur Überwindung dieser Gefahren bei minimalem Risiko für Menschenleben. Der deutsche Kyler NG, der amerikanische 1150 und der koreanische K600 Rhino erfüllen alle diese Aufgabe der Verbindung von Stärke, moderner Bewaffnung und schneller Entminung. Die Präsentation des Kyler NG im August 2024 in Bergen hat gezeigt, wie weit die Technologie zum Durchbrechen der gegnerischen Abwehr fortgeschritten ist, insbesondere im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Kyler. Die Rheinmetall-Ingenieure haben verschiedene strategische Änderungen vorgenommen, um den Kyler NG an die modernen Anforderungen des Gefechtsfeldes anzupassen. Mit einer Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern und der Fähigkeit, bis zu 90 cm hohe Hindernisse zu überwinden, verfügt das Fahrzeug über eine außergewöhnliche Mobilität bei einem Gewicht von 63 Tonnen, was sogar mehr ist als bei einem herkömmlichen Panzer. Außerdem kann er auf unebenem Gelände eine Steigung von 60% überwinden, Gräben von mehr als 2,5 Meter Breite durchqueren und mit den fortschrittlichsten Kampfpanzern der damaligen Zeit wie dem Leopard 2 mithalten. Das Besondere an der deutschen Panzerdemonstration war jedoch der Einsatz des Plo-Fadder-Zündersystems, eines raketengestützten Sprengmittels, das sowohl beeindruckend als auch hochwirksam ist. In nur wenigen Sekunden legte das Plo-Fadder-System eine Schneise durch das simulierte Minenfeld, eine 160 Meter lange und 9 Meter breite Lücke, die einen Weg markierte, durch den Soldaten und Fahrzeuge sicher hindurchgehen konnten. Es war klar, dass sich diese Fähigkeit im Einsatz als sehr wertvoll erweisen würde, wenn das System in einer sich überschneidenden Serie gezündet wurde. Für die Soldaten, die mit den stark befestigten feindlichen Verteidigungsanlagen konfrontiert waren, konnte das Plo-Fadder-System den Unterschied zwischen einem sicheren Vormarsch und einer Todesfalle bedeuten. Das ist nichts Neues, denn die Sprengstofffähigkeiten des Kyler NG ähneln denen seines amerikanischen Gegenstücks, des M1150 Breakthrough Assault Vehicle, das ebenfalls fortschrittliche Sprengstoffbeseitigungstechnologie einsetzt, um die Soldaten aus der Gefahrenzone zu bringen. Der ML50 basiert auf dem Fahrgestell des M1 Abrams und ist mit linearen Sprengladungen ausgestattet, die in der Lage sind, in extrem sicherer Entfernung einen Weg durch Minenfelder zu räumen. Beide Fahrzeuge geben den Kampfingenieuren das nötige Vertrauen, wenn sie in feindliches Gebiet eindringen. Das ML50 Armored Assault Vehicle umfasst darüber hinaus eine Reihe weiterer High-Tech-Systeme, die entwickelt wurden, um die Sicherheit sowie die maximale Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs für effektive Operationen zu gewährleisten. Der ML50, der vom US-Militär als bahnbrechendes Fahrzeug eingestuft wird, kann Sprengladungen tragen und abfeuern, um Wege durch Minenfelder zu bahnen, die er für entgegenkommende Infanterie und Fahrzeuge markieren kann. Das Militär hat in den letzten Jahren auch den Einsatz von Robotern für den M1150 erforscht, die das Fahrzeug fernsteuern können, um die Risiken für die Besatzung zu verringern.
Der Keiler NG wurde sogar so konzipiert, dass er zukunftssicher ist, zum Beispiel durch die Möglichkeit der Fernsteuerung, was den Vorteil bietet, dass er in Hochrisikobereichen eingesetzt werden kann, in denen selbst schwer gepanzerte Fahrzeuge große Risiken bergen. Neben dem Sprengstoff wurden zahlreiche weitere Systeme in den Keiler NG integriert, um die Sicherheit der anrückenden Kräfte zu gewährleisten. So ist er beispielsweise mit einem Magnetsignaturduplikator ausgestattet, der Minen der zweiten Generation aufspürt und zur Explosion bringt, bevor der Pflug sie erreichen kann. Dabei handelt es sich um ein fortschrittliches System, das die Entminungsarbeiten nicht durch unerwartete Explosion unterbricht oder die Maschine zerstört. Außerdem ist der Keiler NG mit einem integrierten Markierungssystem ausgestattet, das bei schlechter Sicht durch Nebel, Rauch oder in der Nacht stets sichtbare Spuren für Truppen und Fahrzeuge hinterlässt. Diese Funktion wird im Chaos der Schlacht entscheidend, wo klare und sichere Wege oft den Unterschied zwischen Leben und Tod für die vorrückenden Truppen ausmachen können. Und ich werde versuchen zu erklären, warum so viele Worte über Sicherheit gemacht werden, denn tatsächlich ist das Durchbruchsfahrzeug Keiler NG einer der wichtigsten Akteure in modernen Militäroperationen, insbesondere unter den Bedingungen asymmetrischer Kriegsführung im heißen Konfliktgebiet. Einer der gefährlichsten Momente im Kampf ist das Durchbrechen der gegnerischen Verteidigung durch Minenfelder oder Panzergräben und befestigte Hindernisse. Herkömmliche Durchbruchsmethoden erfordern oft einen Man-in-the-Loop-Ansatz, bei dem die Ingenieure die Wege von Hand in der Schusslinie und unter dem Einfluss von Sprengstoff freimachen müssen. Maschinen wie der Keiler NG erledigen diese Aufgaben viel schneller, effizienter und mit weniger Gefahr für Menschenleben. In aktiven Kriegsgebieten wie Afghanistan, Irak und seit kurzem auch in der Ukraine ist die Durchbrechung von Verteidigungsanlagen für die Aufrechterhaltung der Truppenmobilität von entscheidender Bedeutung. Ganz gleich, ob es sich um Logistikkonvois, Infanterie oder Panzer handelt. Die Systeme von Keiler NG und seinen Brüdern erfüllen eine wichtige Funktion, die es ermöglicht, militärische Operationen ohne tödliche Verzögerungen durchzuführen. Beim Keiler NG geht es aber nicht nur um den Durchbruch, sondern auch um das Überleben auf einem modernen Schlachtfeld, sowohl bei konventionellen als auch bei asymmetrischen Bedrohungen. Zum Schutz ist der Keiler NG mit dem ROSI Rapid Conceal System ausgestattet, das in kürzester Zeit Nebelschwaden aufbaut, um das Fahrzeug vor feindlichen Blicken zu schützen und seine Verwundbarkeit durch Beschuss bestmöglich zu reduzieren. Er verfügt über eine ferngesteuerte 12,7 mm Rheinmetall-Natter-Kanone, die vom Inneren der gepanzerten Wanne aus gesteuert werden kann und sowohl der defensiven Feuerkraft als auch dem zusätzlichen Schutz einer zweiköpfigen Besatzung dient. In der Zwischenzeit ist ein weiterer Konkurrent des deutschen Panzerspähwagens erwähnenswert. Der K600 Rhino bietet eine leichtere und wendigere Alternative, behält aber dennoch einige der wichtigsten Verteidigungseinrichtungen wie Rauchschutzwände und dicke Panzerung bei. Das gepanzerte Durchbruchsfahrzeug K600 Rhino wurde von Südkorea für das besondere Terrain und die speziellen Verteidigungsbedürfnisse auf der koreanischen Halbinsel entwickelt. Seine Karosserie wurde auf dem Fahrgestell des Kampfpanzers K1A1 aufgebaut und verfügt über eine gute Mobilität und eine schwere Panzerung, die es ermöglicht, sich sowohl in unwegsamem Gelände als auch in städtischen Gebieten problemlos zu bewegen. Dieses revolutionäre Fahrzeug ist in erster Linie für die Räumung von Minen, Panzerhindernissen und anderen Hindernissen konzipiert, die die Bewegung der Truppen in Hochrisikogebieten wie der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden Koreas behindern, die fast ein dichtes Minenfeld ist. Der K600 ist sowohl mit einem leistungsstarken Minenflug als auch mit Minenrollen ausgestattet, mit denen er explosive Kampfmittel sicher räumen und entschärfen kann, ohne sich allein auf den Einsatz von Sprengladungen zu verlassen. Ergänzt werden diese Minenwerkzeuge durch einen Magnetsignaturduplikator, der bestimmte Minenarten zur Detonation bringt, bevor das Fahrzeug direkt mit ihnen in Berührung kommt und somit eine weitere Sicherheitsstufe für die Besatzung darstellt. Der K600 kann mit vielen verschiedenen Arten von Bedingungen umgehen, eine Voraussetzung, in der sich verändernden koreanischen Landschaft, die sich mit jeder Saison dramatisch verändert. Dank dieser Flexibilität kann das System sowohl in städtischem als auch in bewaldetem und gebirgigem Gelände effektiv eingesetzt werden.
Der K-600 verfügt zwar nicht über die umfassenden Kampfmittelbeseitigungsfähigkeiten des US-amerikanischen M1150 oder des deutschen Keiler NG, aber seine Manövrierfähigkeit und Stabilität erfüllen die besonderen Verteidigungsbedürfnisse Südkoreas, insbesondere entlang der befestigten, entmilitarisierten Zone. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass militärische Konflikte auf der ganzen Welt eine Menge Probleme im Zusammenhang mit Minenfeldern verursacht haben. Der neue deutsche Keiler NG sollte Teil eines globalen Plans zur Räumung verminter Gebiete sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke werden. Was hältst du von Keiler Next Generation? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, uns ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, um unsere neuesten Videos direkt auf deine Benachrichtigungen zu erhalten.